Willkommen zurück zum Skyrim Let's Play. Und oh Mann, ich habe mir immer noch kein Open ausgedacht. Ich muss meine Let's Plays mal ordentlich beginnen. So, wir stehen hier für diese Falle. Ich habe euch versprochen, wir werden sehen, ob wir das unbeschadet überstehen. Ui, das ist schon sehr knapp. Aber da ist... Ouch! Fuck, okay. Unbeschadet ist das auf jeden Fall nicht. Naja. Wir haben es überlebt. Okay. Was hier wohl noch so auf uns wartet. Mir ist übrigens aufgefallen, dass auf dem bei der letzten Aufnahme ein leichtes Fiepen zu hören ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgesteckt. Ich hoffe, dass damit dieses Fiepen aufgehoben ist. Der ist doch nicht tot. Schießkunst verbessert. Stufenfortschritt. Zwei, also ist schon fast voll. Ich müsste doch schon... Oh ja. Gehen wir gleich weiter in die Zerstörung. Magika. Und gleich weiter in der Zerstörung. Ich will nämlich Feuer. Kann ich das jetzt auswählen? Nein. Wie genau funktioniert das? Muss ich das hier vorher? Muss ich das da vorher? Talente verbessern. Durch das doppelte Wirken als Zerstörungszauber sind die Effekte wirkungsvoller. Ich muss erst das... Das kann doch nicht sein. Ich muss doch auch das hier oben. Halt, nein. Ich will das hier, Mann. Ja. Kann ich nicht. Ach, erfordert 30. Das bedeutet wohl, dass ich Zerstörung erst auf 30 haben muss, bevor ich das verstärkte Feuer lernen kann. Genau, das benötigt nämlich nur 20. Okay. Dann lernen wir so lange was anderes. Alchemie. Nö. Na, die Redekunst. Ich glaube, das kann uns ganz schön was helfen. Später. Aber das Problem ist... Ich werde jetzt zum Beispiel hier für das Verführen... Er wird 30 benötigen. Naja. Falschen. 1 von 5. Das heißt, ich kann da jetzt noch viermal was reinstecken? Nee, oder? Interessant zu wissen, wo das Level Cap liegt. Denn so wie ich das verstanden habe, ist es ja so, dass es ein Level Cap gibt, wenn man auf niedriger als legendär spielt. Fuck. Bam. Ich mich gerade erschrocken. Ich habe schon ein Schild, ne? Das ich eigentlich schon lange mal benutzen wollte. Was ist hier passiert? Warum steht hier alles unter Feuer? War ich das? Autsch! Ich brenne. Nett. Ich würde doch gerne meinen Pfeil zurück. Schaden, ist das ein Zweihänder? Sicherlich ist das ein Zweihänder. Okay.
Okay, ich versuche jetzt mal dieses Dungeon in diesem Let's Play zu beenden. Ich hoffe, es geht nicht mehr so weit. Nicht mehr so viele weiter. Ist auch doof, wenn man folgenlang immer nur dasselbe Dungeon sieht. Sehr schön, wenn man irgendwie so einen Wahrnehmungsskill hätte, der zeigt, wie Gegner in der Nähe sind. Hübsch. Oh, fuck. Ui, dicke Axt hat er da. Okay, da bleibt einfach stehen. Oh, nicht schleichen. Rennen, Kerle. Rennen. Schöne Ragdoll-Effekte. Ich bin immer noch erkältet. Es ist auch erst der zweite Tag, also diese ganzen ersten Sessions, das hier ist glaube ich die sechste Session. Die ersten Sessions habe ich alle innerhalb von 2 Tagen aufgenommen. Okay, ich speichere mal sicherheitshalber. Okay. Warum ist dieser Stein hier heller? Das kennt man aus den alten Comics. Da hat man Dinge, die sich demnächst bewegt haben, waren immer heller als alle anderen. Totenschädel. Ach, das ist gar kein Stein. Jetzt würde ich hier gerne mal so einen Schleichangriff wieder durchführen. Aber die Gelegenheit ergibt sich so selten. Gibt es hier oben irgendwas zu sehen? Oh Mann, Leute, es tut mir leid. Ich muss es einfach erforschen. Strafe Jump. Gibt's anscheinend nix. Ich habe am Anfang mal erzählt, dass ich mal Morrowind gespielt hatte. Der Elder Scrolls Morrowind. Halt zurück, da vorne war noch eine Kiste. Der Elder Scrolls Morrowind war mein erstes Elder Scrolls und auch das einzige bisher. Ich kann mich noch erinnern, da konnte man leveln, indem man einfach gelaufen ist oder gesprungen. Da hat man dann seine Agilitätsfähigkeiten verbessert und somit auch in der Stufe aufgestiegen. Das hatte dann glaube ich auch Vorteile insgesamt auf den Charakter. Also nicht nur, dass man dann mehr Ausdauer hatte, sondern auch andere Boni. Ein geheimer Gang. Ah, mal wieder so eine Rolle. Und ja, dann bin ich halt einfach mal nur rumgelaufen und durch die Gegend gesprungen. Um mich weiter aufzuleveln. Ich möchte jetzt mal kurz gucken, was da draußen gewesen wäre. Nicht, dass es hier gar nicht weitergeht. Ach man, wäre ich doch nur geschlichen, hätte ich ihn jetzt von hier oben... Ich habe doch jetzt ein Schild, bitte. Unter Waffen ist es wahrscheinlich nicht aufgeführt, aber unter Bekleidung. Ich habe doch... Da! Trage ich den jetzt? Ja, und eine Faust. Ich möchte den Schild, den Favoriten hinzufügen. Bei Bekleidung war es. Und jetzt möchte ich noch eine Waffe tragen. Und zwar nehme ich ein Stahlschwert. Das kämpfen wir so gegen den. Okay, das macht mir echt Damage. Schade, wenn man den kompletten Schaden absorbieren könnte.
Aber der Kerl hat mir jetzt verraten, dass hier runterspringen derselbe Weg gewesen wäre, wie hier runter zu gehen. Dort liegt ein Kadaver. Oh, jetzt hier geht's aber jetzt zweigs. Das ist eine Zweigung. Ich könnte hier oben rein. Oder hier runter. Ich gehe hier runter. Sieht nämlich so aus, als würde es hier nicht weitergehen. Sieht doch nicht so aus, als würde es hier Gegner geben. Oh, vielleicht kann man da rein. Ah, nice. Gold, Dietrich, Pfeile, sehr schön. Ne, hier passt man nicht durch. Alles klar, dann wieder hoch. Ich kann hier nicht sprinten. Das liegt daran, dass ich geduckt war. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Also schleichen wir erstmal hier kurz rein. Reinpirschen. Vielleicht können wir einen Schleichangriff ausführen. Ich würde so gerne einen Schleichangriff ausführen. Meiner schweren Rüstung. Meinen schweren Waffen. Oh, hier sind bestimmt Gegner. Da hinten sehe ich schon einen. Halte still. Oh, der sieht ziemlich stark aus. Kerle, wo bist du jetzt noch? Ist er der Einzige hier? Ja, vermutlich. Da kommt er wieder. Ein bisschen vorhalten. Komm. Hey, oh gut, der kann ganz schön einstecken. Aber nicht genug. Hm, macht ordentlich Damage, der Kleine. Warum ist die Musik noch so? Okay. Offensichtlich haben wir es geschafft. Und stehen hier vor einer Türe. Eine Trühe? Oh fuck. Le Trühe geöffnet. Oh, schön, hat sich ja gelohnt. Den Dietrich abzubrechen. Warum kann ich manchmal nicht springen? Das ist ja ein bisschen komisch, das Movement, also. Ich weiß ja nicht. So schöne Spiele Bethesda auch machen kann, irgendwie. Was die Steuerung angeht, ist es nicht sehr freundlich. Öffnen. Ödsturzhügelgrab. Heiler Heiligstes. Ich würde sagen, ich beende hier diese Folge. Das ist diesmal eine kürzere Folge, aber wie gesagt, die Datenmenge ist einfach zu enorm. Ich werde eventuell dann auch mal zwei Folgen an einem Tag hochladen, wenn ich zwei kürzere habe und dazu komme. Nun ja, gut. Ich bin nicht der War Owl und ich bin trotzdem zu faul für einen Close-Up.